Hallo und herzlich willkommen zu Hausflipper. Heute eine Folge, bei der ich mal ein Haus vorstellen werde, das ich zusammen im Stream mit Chili schon gebaut habe, nach ihren Vorstellungen. Wände schön in Schwarz gehalten und relativ weiß. Und das schauen wir uns jetzt noch mal an. Da gehen wir doch mal hin. Also erstmal den Computer rein. Dann an das verlassene Haus. Und dann machen wir mal eine Roomtour. Man sieht, es hat sich schon einiges geändert, schon allein von außen. Also es ist komplett in Schwarz gehalten. Aber komplett ringsherum. Wie man sieht, das Garten-DLC ist noch nicht herausgekommen, ist aber bereits in Ankündigung. Dann kommen wir hier rein, wo wir schön erstmal unsere Jacke aufhängen könnten, Schuhe rausziehen und wenn wir wollen, Licht an. Dann haben wir hier den PC, wo man schön dort hocken kann oder auch uns einfach hinhocken und miteinander reden. Ab in die Küche mit schöner Dunstabzugshaube, einem Herd, Kühlschrank, einer Spülzeile, Kaffeemaschine, ein paar Messern, 6 Tassen und 6 Tellern. Heizung, eine der wenigen, die wir hier haben. Die zweite befindet sich hier genau im Bad hinten dran. Eine Dusche. Eine Toilette mit Toilettenhalter. Einen schönen Spiegel, bei dem wir uns nicht sehen, weil wir ein Vampir sind. Ein Spülbecken. Handtuchhalter habe ich hier leider vermisst. Gab es hier leider keinen. Konnte ich also auch nicht aussuchen. Ach ja. Die Beleuchtung sollte ich vielleicht auch noch zeigen, denn die ist mit Spots. So, und damit haben wir, abgesehen von dem, dass wir hier noch eine Pflanze herin haben, nur noch das Schlafzimmer, das also hier hinten drin ist. Ein richtiger richtiger Schrank, eine Palme, ja. Monstera heißt das Ding, ein M16. Und ein Bett mitsamt Nachttisch. Alles schön in Schwarz gehalten, wieder. Und ja, das ist die Bude. Und diese Bude werden wir jetzt mal schauen, was wir dafür bekommen. Denn da bin ich jetzt neugierig. Dann starten wir doch mal die Auktion. Ein großes Schlafzimmer, süß, wozu diese Küche? Ich möchte diese Wohnung an zwei Personen vermieten, deshalb ist es schön, dass sie viel Platz zum Schlafen haben. Super, nur ein Schlafzimmer. Irgendwie sind diese Wände leer. Der Ort zum Lernen sollte sich unweit des Schlafplatzes befinden. Chicks mögen teure Geräte in der Wohnung. Schade, dass es in diesem Haus kein Wohnzimmer gibt. Wieso gibt es in meinem zukünftigen Arbeitszimmer keine ordentlichen Sachen? Das muss ich sehen lassen. Es fehlt hier etwas an Privatraum. Und das ist der mit dem höchsten Gebot. Dann schauen wir uns doch mal. Mit Shift Enter handeln wir noch ein bisschen was raus. Schauen wir das mal. Vielleicht noch 2.500 sowas raushandeln. Vielleicht haben wir Glück. Und wir haben Glück. Der Profit beinhaltet 15.000 und zerquetschte.
So. Das war's. Damit ist diese Bude verkauft. Und ich wünsche ein angenehmes weiteres Ausflippern.